Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Power Tennis. Wir spielen gegen Shy Guy in Bowsers Festung. Das Feld neigt sich mit dir nach rechts und links. Pass auf, dass du nicht herunterfällst. Fun Fact, man kann nicht runterfallen. Erster Satz, Aufschlag Mario. Warte, echt, das Feld bewegt sich mit mir? Krass. Oh, wie asozial ist das denn bitte? Okay, auf dieser Seite habe ich noch nie gespielt. Ja, wir befinden uns im, ich glaube, das ist hier der Blitzcup, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall in den Funmaster-Turnieren, um die ganzen Custom-Plätze freizuschalten. Und ja, wir sind gut dabei. Und spielen hier gegen Shy Guy im Finale. Was bisher ganz gut läuft. Und auch vorher schon ganz gut lief. Warum gucke ich mir die Wiederholung an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich jetzt aufs Spiel zu konzentrieren. Also bitte nicht wundern, ich habe auch für diese Folge kein Quatschthema vorbereitet. Normalerweise wollte ich ja Mario Power Tennis ein bisschen zum Quatschen nutzen. Das würde ich auch ganz gerne. Aber irgendwie komme ich dazu nicht, weil wenn ich zu viel quatsche und mich irgendwie reinsteige, dann ist das für den Unterhaltungspart zwar ganz gut, aber halt leider nicht für meine Konzentration. Und da hatte sich gerade... Wow! Da hat sich das Feld gerade bezahlt gemacht, denn Shy Guy's Ball ging einmal mal ins Aus. Und Computer, also KI-Gegner, schlagen so gut wie nie ins Aus. Selbst die ganz Dummen. Gerade die nicht. Weil die ja so wenig Spielansatz, Einsatz zeigen. Ansatz. Genau. Und schmettern! Yeah! Rein in die Olga! Aber den will ich mir nochmal angucken. Aber gerne in einer anderen Perspektive. Wer holt eigentlich den Ball aus der Lava? Beziehungsweise, was macht ihr, wenn Totswurf oben links reinfällt? Haben wir dann keinen Totswurf mehr? Ja, das wäre ja nicht so geil. So. Ja, warte. Hoch. Ja, sehr gut. Muss er sich den holen? Nein, muss er nicht. Mario. Hä? Achso, das war jetzt ein Punkt für mich, ne? Warte, das muss ich mir nochmal anschauen. Tatsächlich, der ging ins Aus. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und schmettern. Yeah, rein in die Olga. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange dieses Match gehen wird. Ich weiß nur, wenn ich weiter noch mal im Ball sitzen bleibe, dann fällt das irgendwann ab. Weil kein einziger Tropfen Blut mehr darin sein wird. Oh, ich habe mich erlöst. So. Jetzt wieder mit Blut im Bein. Oh, besser. Und schmettern. Zack. Und nach rechts. Oh nein, das war keine gute Idee. Jo, jetzt aber. Hau weg, das Ding. Hä, warum hat er den denn noch gekriegt? Na komm, Shy Guy, gib auf. Du kannst nicht gewinnen. Das sag ich doch. Was mir gerade so durch den Kopf geht, einfach mal, um es anzusprechen, weil es einfach besser ist, als still zu schweigen. Wer hatte sich das eigentlich ausgedacht mit dem Punktesystem im Tennis? Also erst 15, dann 30, dann 45 und dann halt Ende. Oder 60, je nachdem. Oder Satz halt. Beziehungsweise nicht Satz, sondern halt Spiel. Wer hat sich das ausgedacht? Warum 15, 30 und 45? Warum nicht 15 und 15? Oder 10, 20, 30. Also gibt's da einen Grund? Ja, ich weiß, ich könnte googeln, aber vielleicht haben wir ja hier
den einen oder anderen Tennis-Experten oder so unter uns, der mir das erklären könnte. Also wenn ihr da was wisst, gerne in die Kommentare posten. Nein, 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 nein. Ach so. Sehr gut. Ja, 15. Verstehe ich nicht. Ich meine, es hätte ja auch 1, 2 und 3 sein können. So wie beim Fußball halt mit den Toren. Ich meine, beim Basketball ist das ja... Er holt sich den, obwohl der mal aus gewesen wäre. Was ein Tulli. Beim Basketball ist das ja auch ähnlich, ne? Ein Korb gibt 2 Punkte. Und wenn du innerhalb des Bereichs vor dem Korb einen Punkt machst, also was heißt einen Punkt machst, einen Korb machst, dann kriegst du sogar 3 Punkte, ne? Irgendwie so. Ich habe echt nicht viel Ahnung vom Basketball, aber das weiß ich wohl. Oder so ähnlich zumindest. Verstehe ich auch nicht. Warum nicht einfach einen Punkt für einen Korb und 2 Punkte für den Bereich innerhalb, ja nicht innerhalb, aber vor dem Korb. Also, ne, do you know what I mean? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Ja. Achso, ich habe Aufschlag. Ich hatte erst mal 7 Minuten. Kommt mir irgendwie länger vor. Obwohl, nee, ist ja auch erst das erste Match. So, Shy Guy, es wird Zeit aufzugeben. Meiste sagte und... Hätte den Ball fast nicht mehr gekriegt. Ja, sehr gut. So war das. Wie sieht's aus? Wir sind jetzt im dritten Satz. Das sollte der letzte sein. Weil wir herausgefunden haben... Ja, Fehler nehme ich auch. Der spricht wieder von seiner Mom. Es sind im Finale nicht 5 Sätze, sondern 3. Also, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich hoffe es zumindest, weil dann sind jetzt nur noch 2 Spiele und das geht klar. Wenn Jiger jetzt nicht irgendwelche geheimen Mega-Moves droppt, dann sollte das hier gut machbar sein. Na, Konzentration. Sorry, aber ab und zu muss ich mal die Klappe halten. In der Schule. Ja, los, weg damit! Nein, 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 nein! Oh, Mono. So ein schöner Schlöner. So ein schöner Schlag meinerseits. Oh! Keine Ahnung, was das verursacht. Dass er den Ball so komisch annimmt. Und dann nicht übers Netz geht. Also, wie immer ich das triggere, ich weiß es nicht. So, wie lange noch? Ein Satz. Ein Spiel. Der letzte Satz. Ja, schon wieder. Keine Ahnung, was das verursacht. Irgendwie hat er nicht genug Schwung hinterm Schläger. Aber das liegt ja nicht an mir. Das wär's, wenn mir das irgendwie als Foul oder als Fehler angezeigt werden, also das heißt nur angezeigt, gelten würde. Das wäre schon dezent asozial. Und weg damit! Sehr gut! Oh, letzter Punkt, dann Championship Ball. Ich wollte erst Matchball sagen, aber nein, wir sind ja im Finale. Wir wollen ja Champion werden, ne? Was? Wo war das aus? Ach komm! Da vögel ich einmal den Linienrichtlinie. Ja, komm.
Linienrichter. So, das Wort habe ich gesucht. Dann ist der Punkt hier meiner Tash. Championship Ball, sehr gut. Komm, ein schönes Ende, Shy Guy. Komm. Lassen wir es hübsch und gewollt aussehen. Wir sind ab und zu keine Feinde. Und weg damit. Klatsch, sehr schön. So, Schmetterball, ja. Du kannst jetzt Wiggler als Spieler auswählen. Beziehungsweise Flutter. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Du kannst jetzt im Matchmodus Standard-Tennis-Ringe schießen und Item-Wettkämpfe auf dem Platz in Bowsers Festung spielen. Nein. Credits? Was? Wieso das denn? Das war doch erst der zweite Cup. Besteht ja von... Was? Die Funmaster-Turniere bestehen nur aus zwei Cups? Dem Feuer-Cup und dem Blitz-Cup. Ja gut. Sorry, Bro. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Na gut, dann schneide ich das für euch eben raus. Ach so, ja, ja. Ja, da bin ich wieder, ne? Ich habe meinen kurzen Credit geskippt. Wir sind jetzt im Regenbogen-Cup im Star... Warte. Im Star-Turnier. Und unser erstes Match geht gegen Daisy auf einem Hartplatz. Also alles wie gehabt, alles wie gewohnt. Nur, dass unsere Gegner oder unsere Gegenspieler jetzt deutlich mehr auf dem Kasten haben als vorher. Beziehungsweise als jemals zuvor. Am Anfang geht das noch, aber am Ende wird es echt ziemlich knackig. Vor allem, ja, auch sowas hier zeigt IQ. Ja, die Gegner sind jetzt ja, auch Experten. Ja, könnte schon sein. Es gibt ja Anfänger, Amateur, Experte, Profi und dann kann man noch was freischalten. So viel Spoiler ich schon mal. Ich weiß auch noch, wie das heißt. Aber das verrate ich noch nicht. Das sah schön aus. Kann ich das nochmal sehen? Schön. Ja, manchmal gucke ich mir sowas gerne an. Das weckt alte Erinnerungen und zeigt, dass Nintendo schon damals gute Arbeit leisten konnte. Oder Camelot. Camelot? Ja, das ist ja da so eine Mitarbeit gewesen. Und da kann ich nur sagen, Props. Oh, schön. Sehr schön. Ja, toll. Ja, perfekt. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Sehr gut gespielt. Na, und jetzt rein in die Olga. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute bei diesem Match hier bleibt. Also,
ob nach dem Match dann schon die Folge vorbei ist. Da muss ich dann gleich einmal ganz kurz gucken, wie lange die Folge geht. Oh, das war nicht so schlau. Weißt du was, ich gucke jetzt mal einmal ganz kurz. 13 Minuten, sagen wir. Ja, gut. Ich bin jetzt bei 3 Minuten Aufnahme wieder. Ja. Wir gucken. Ich würde halt ungern halbe Matches mitnehmen. Also, angenommen, wir sind jetzt mitten im Match und ich weiß, das Match geht noch eine ganze Runde. Also mit einer ganzen Runde meine ich, das geht noch eine ganze Zeit lang. Dann würde ich das ungern mit in die nächste Folge nehmen. Wenn es dann mal so... Oh, das wäre ein Aus gewesen, Daisy, aber naja. Wenn das mal so ist, dann ist es so, aber ich mache es echt ungern. Normalerweise hätte ich es gerne so. Neue Folge, neues Match. Im besten Fall sogar, so wie sonst immer, neue Folge. Oh, neue Folge, neuer Cup. Oder im allerbesten Fall, das ist aber nicht ganz so schlimm, neue Folge, neues Turnier. Jawohl, nee, das geht nicht. Das geht schon, ja, aber... Nein, neue Folge, neuer Cup ist schon... Ja, ist schon ganz gut. Klappt aber auch nicht immer. Vor allem ab jetzt könnte das schwierig werden, weil... Oh, Körpertreffer. Oh, Matchball. Weil jetzt gehen die ganzen Matches halt länger. Jetzt vielleicht noch nicht, aber das kommt. Und unsere Gegner werden schwerer. Beziehungsweise, nein, ich glaube, die Matches werden gar nicht länger. Dadurch, dass sie einfach besser spielen, dauert es einfach länger. Und es nimmt mehr Zeit in Anspruch. Die Matches an sich sind, glaube ich, immer gleich lang. Ja, genau, Mario. Weißt du, statt des... Aha, ja. Sehr gut gespielt. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, machen wir. Dann hat die Folge heute halt etwas überlängert. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, wir spielen wieder gegen Shy Guy, so wie vorhin im Finale. Und dann im Finale entweder gegen... Oder jetzt habe ich es nicht gesehen, war es Wario? Wir können ja nachgucken. Turniertafel. Ja, Wario. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren. Tut mir sehr leid. Weißt du, der kann immer und immer wieder seinen offensiven Powerball einsetzen. Der muss so selten seinen defensiven nutzen, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Unfassbar. Was der für eine Hitbox, also Hitbox in dem Sinne, ne? Range er hat, das ist unglaublich. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik in dem Game feiere? Ja, guck mal da! Support aus dem letzten Eck! Ja, und ich muss meinen Defensiven nutzen, nur weil der Ball einen Zentimeter hinter mir ist. Weißt du, genau das meine ich. Genau das meine ich. Also, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das komisch. Vor allem, wenn ich Shy Guy spielen würde, dann wäre das nicht so. Bin ich fest überzeugt, dass das da nicht so wäre. Ich könnte mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Ey, wird der tatsächlich links angezeigt auf dieser Spieltafel da, da wo das Mario-Logo ist. On the top of the Bildschirm, you know. Wie viel Uhr es gerade ist. Alter, dann könnt ihr mich ja voll stalken. Guck mal da, 21.52 Uhr. Und das stimmt.
Ja, jetzt ist es 53. Jo, tatsächlich. Oha, krass. Krass. Boah, damit könnt ihr mich voll stalken. Also, ja, stalken vor allem. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja gut, dass ich nicht nachts aufnehme. Sonst wüsstet ihr... Ja, ich würde auch nachts aufnehmen. Also ganz ehrlich, wenn ich nicht Rücksicht nehmen müsste auf schlafende Menschen, dann würde ich auch nachts aufnehmen und zwar auch noch zu abnormalen Zeiten. Da wäre es mir auch scheißegal. Wenn ich noch nicht müde bin und habe aber gerade sonst nichts zu tun, dann würde ich auch um 4 Uhr noch die Aufnahme anschmeißen. Das wäre mir so egal. Oder ein Stream. Das wäre mir so egal. Das würde ich eigentlich sogar liebend gerne tun. Die Zeit wird kommen, wo das gehen wird. Die Zeit wird kommen. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Oh, Matchball. Passend. Sogar. Wer hätte es gedacht? Sehr gut. Au. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir im Finale spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.